Till. Komm zu Onkel Gerd. Leckere, ganz frische Pferdeäpfel. Lecker, lecker. Kleinen Dreckspatzen. Mensch, wenn du doch mal mit diesem albernen Gechilper aufhören könntest, würden mir vielleicht ein paar Tonaufnahmen gelingen. Put, put, put. Put, put. Chip, chip. Warum fliegen denn die Biester immer weg, sobald die Kamera läuft? Ja, Mensch, wahrscheinlich ertragen sie deine Regieanweisung nicht. Ach, was machen Sie denn hier Schönes? Gehen Sie doch mal weiter. Sie vertreiben uns ja die ganzen Spatzen. Wenn Sie hier so rumbrüllen, kommen die sowieso nicht näher. Außerdem, um die Jahreszeit finden die überall was zu fressen. Die sind gar nicht angewiesen auf ihre Pferdeäppel. Aber ich schon, hier. Bester Rosendinger. Übrigens, in meinem Garten gibt es jede Menge Spatzen. Ey Mann, dann lass uns doch bei dem da drehen, in seinem Garten. Wie drehen? Sie drehen einen Film über Spatzen? Ja, nicht direkt. Wir drehen für die Fernsehserie Land und Leute einen Film über Bärstadt. Mhm. Was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ach, das ist der Titel von dem Film. Ja, ganz genau. Und da soll praktisch ein Bärstädter Spatz die Hauptrolle spielen. Und wo ist das Problem? Naja, wo er auftaucht, da hauen die Spatzen ab. Ich bin Kameramann und kein Vogeldompteur. Ich brauche professionelle Arbeitsbedingungen. Ja, dann nehmen Sie doch einfach einen dressierten Spatzen. Das muss ich doch machen lassen. Haben Sie Erfahrung damit? Nicht? Das heißt also, ich meine... Ja, wir kommen natürlich für die Kosten auf. Top! Sie sind engagiert, Herr... Lustig. Herr Lustig. Lustig. Ja, also, dressieren Sie einen Spatz oder zähmen Sie einen. Und wenn Sie fertig sind, rufen Sie mich an. Na, Hauptsache, wir kriegen die Viecher vor die Linse. Na klar. Da habe ich mir was eingebrockt. Ich habe einen neuen Job. Spatzen soll ich zähmen. Dabei habe ich von Spatzen überhaupt keine Ahnung. Aber man kann sich ja kundig machen. Spatz, Spatz, Sperling, Sperling. Ach so, ist ja dasselbe, ne? Na, alles, was ich von Spatzen weiß, ist, sie sind klein und grau und frech. Und sie sehen alle gleich aus. Nee, Moment. Sie sehen nicht alle gleich aus. Da gibt es nämlich schon mal zwei verschiedene Sorten. Den Feldsperling mit einem braunen Kopf und einem schwarzen Fleck auf der Backe. Und dann den Haussperling. Bei dem hat das Männchen einen grauen Scheitel und einen schwarzen Brustlatz. Das sind also die Spatzen. Ja, aber das sind nur zwei aus einer riesigen Familie. Sie nennen sich alle Sperlingsvögel. Zum Beispiel die Bachstelze, ja, die ist verwandt mit dem Spatz. Auch die Elster. Dieser große schwarz-weiße Vogel, der so gerne silberne Teelöffel klaut. Auch die Meisen sind Sperlingsvögel. Wer hätte das gedacht? Im Frühling singen sie ihr Zizide, Zizide. Daran erkenne ich sie immer. Das Rotkehlchen gehört auch zu der Familie. Na sowas. Und der Kleiber. Ja, der ist leicht zu erkennen an der dunklen Augenbinde. Außerdem kann er auch kopfabwärts den Baum runterklettern. Der Stieglitz, auf Indianer geschminkt. Ach nee, auch die Schwalben, die Flugakrobaten mit ihren Gabelschwänzen. Ja, und der große gelbe Pyrol, alles Sperlingsvögel. Aber die Spatzen sind doch was Besonderes. Immerhin sind sie fast Haustiere, nicht? Doch so sehr sich der Hausspatz dem Menschen angepasst hat, als ein in Freiheit aufgewachsener Vogel lässt er sich nicht zähmen. Lässt sich nicht zähmen, lässt sich nicht zähmen? Das wird doch gelacht. Das kriege ich hin. Irgendwie. Ja. So. Vorderwand, auf und zu, ja. Man will ja mal sauber machen können da drin, nicht? Ja, das hier ist ein Nistkasten. Ich muss doch den Spatzen erstmal ein Dach über dem Kopf anbieten, bevor ich sie zähme, nicht? Normalerweise bauen die ihre Nester ja selber. Schön geschützt in Baumhöhlen oder unter Dachziegeln oder eben in Nistkästen, nicht? Ich habe gleich ein paar mehr gebaut hier. Sollen sich ja möglichst viele hier im Garten ansiedeln. Thank you.
Na, egal. Ja, ja. Fertig ist die Spatzensiedlung. Jetzt können Sie einziehen. Wird doch Eindruck machen, ne? Auf die Filmfritzen. Oder auf die Spatzen. Hoffe ich mal. Ja. Die Spatzen brauchen noch was. Nämlich was zu fressen. Ja. Und das hier ist ihre Lieblingsspeise, habe ich gelesen. Grassamen. Ja. Na komm, put, 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 put. Ja. Was sag ich? Da ist schon einer. Frech wie Oskar. Naja, und wo einer ist, da kommen sicher auch noch mehr. Ja. Oskar, der zahme Spatz von Bärstadt. Naja, so richtig zahm ist er ja noch nicht. Das kann auch dauern. Und die Filmleute sitzen mir im Nacken. Aber ich habe eine Idee. Die Spatzenmännchen sehen doch alle irgendwie gleich aus. Ne? Ja, da könnte ich doch irgendwo in Bärstadt, wo immer Spatzen sind, sagen, das da, das ist mein zahmer Oskar. Fällt doch gar nicht auf. Ja, das Filmteam muss jetzt jeden Moment kommen. Hoffentlich lassen mich die Spatzen nicht im Stich. Ja, welcher könnte denn mein Oskar sein? Der da, der. Der Freche da. Ja, du. Jetzt benimm dich wie ein Spatz, bleib immer schön in meiner Nähe. Und achte nicht auf die Kamera. Ja. Hallo, Herr Lustig. Er sieht ja fabelhaft aus. Es geht los, jetzt lass mich nicht im Stich. Bis die armen Tierchen wieder chill, chill, Panik kriegen und das weiter suchen. Na, bitte. Ja, wo bist denn nun, ihr zahmer Spatz? Herr Lustig. Na, der da, der kleine Graue mit dem Schnabel. Oskar, der Gezähmte. Ah, wunderbar. Dann kann's ja losgehen. Komm, ja, komm zu Onkel Gerd. Chilp, chilp, chilp. Sei ein braves Vögelchen. Komm zu Onkel Gerd. Ja, zeig mal, was du kannst. Ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt. Würde ich jetzt wegfliegen? Nein, nein, so geht das nicht. Ja, was denn? Ich denke, das Tier ist dressiert. Ja, sicher, aber Oskar ist sensibel. Er hört nur auf mich. Und filmen lässt er sich nur, wenn man ganz ruhig ist und sich etwas weiter wegbegibt. Am besten ist, Sie stellen sich dahin. Ja, aber... Es geht gleich los. Vielleicht müssen wir Oskar einfach ein bisschen Zeit lassen. Er ist sensibel, feinfühlig. Ha? Nein, nein, wir sollten ihn nicht länger warten lassen. Außerdem ist er es gewöhnt, mit mir allein am Tisch zu sitzen. Hannes, mach hin! Ja, ja. Ton läuft. So, Oskar, komm. Frühstück. So. Sehr, sehr schön, Herr Lustig. Wenn Ihre Stimme beruhigend auf Oskar wirkt, dann sprechen Sie doch was. Ja, erzählen Sie doch was über Spatzen. Na gut, obwohl der da auf dem Zaun weiß viel mehr über Spatzen. Der steht Wache und passt auf, dass die anderen in Ruhe fressen können. Die Tauben sind keine Gefahr, sind eh viel zu langsam und zu trottelig. Bis die mal ein Korn finden, haben die Spatzen es schon längst verdaut. Oh, oh, Alarm. Der Ausguck hat was gesehen. Erstmal in Sicherheit bringen, man kann nie wissen. War was? Nö. Trotzdem, wir bleiben erstmal auf dem Müllcontainer. Da findet sich immer was zu fressen. Vielleicht findet sich auch eine neue Freundin. Ja, die hier. Könnte denen gefallen. Wie wär's denn mit einem kleinen Flirt? Mit mir, nicht mit ihm. Einer ist hier zu viel. Na also, hier könnte man schon mal ein Nest bauen. Ja.
Da sind noch zwei. Er zeigt dir gerade die neue Wohnung. Fast bezugsfertig. Naja, man müsste natürlich noch renovieren. Nee, ihr gefällt es nicht. Kann man nichts machen. Oder ist es der da, der ihr besser gefällt? Das muss geregelt werden. Moment mal, war das nicht Oskar? Eieieiei. Da fliegen die Fetzen. Hoffentlich gewinnt einer. Ja, ja, der da. Der hat gewonnen. Und das Nest ist gebombt, ja. Jetzt wird geheiratet. Wie? Nochmal? Ja, nochmal. Anstrengend. So eine Hochzeit. Da nimmt man am besten erstmal ein Staubbad. Ist gut gegen Stress und gegen Ungeziefer. Und danach in den Pool. Lächeln, Oskar, lächeln. Die Kamera läuft. Naja, das war doch schon zu gebrauchen. Nur zu gebrauchen? Das hat doch wunderbar geklappt. Ja. Hallo, noch ein Frühstück bitte, ja? Nein. Später. Erst will ich noch mal die Badeszene wiederholen. Oskar war da nicht ganz konzentriert. Ich bräuchte ihn noch mal. Ja, gerne, aber jetzt haben Sie ihn vertrieben. Außerdem, er hat für heute genug geleistet. Er ist total erschöpft. Nein, tut mir leid, ich muss mich etwas um Oskar kümmern. Schließlich soll er ja morgen wieder drehen, nicht? Na gut. Wo drehen wir denn morgen? Ich rufe Sie an. Morgen, Frau Borstel. Hallo, Herr Lustig. Hallo. Wollen Sie Eier kaufen? Nee, heute nicht. Ich habe eine andere Bitte. Ich bin seit neuestem Aufnahmeleiter beim Fernsehen, zuständig für Spatzen. Und deshalb habe ich das Team hierher bestellt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Na, ist schon recht. Na, wir haben ja auch weiße Feldsperlinge. Ja, die Halunken fressen mehr als die Hühner. Ach, Feldsperlinge? Ja. Wie meistens auf Bauernhöfen. Ah, ja. Ja, ich habe zu tun. Sie kommen ja sicherlich allein zurecht, ja? Ja, sicher. Naja, Feldsperlinge eben. Alle haben so einen braunen Scheitel. Männchen und Weibchen. Und Oskar, mein erster, war ja ein Hausspatz. Mit einem grauen Scheitel. Das wird denen gar nicht auffallen. Wer wagt, gewinnt. Hallo, Herr Lustig. Hallo. Oskar, dreh klar. Na, die Spatzen machen sich aber gut zwischen den ganzen Hühnern. Ja, aber welcher ist denn jetzt Oskar? Der Frechste. Oskar, wie er leibt und lebt. Alles? Oh ja, gut bis jetzt. Sagen Sie, haben Sie irgendwo auf dem Bauernhof auch Spatzennester? Na klar. Sehen Sie, die haben gerade Junge. Im Holz nisten die Spatzen gerne. Manchmal viermal im Jahr. Und dann noch unterm Dach und in der Scheune. Und da oben auf dem Schornstein. Da hat der Storch einen Untermieter. Vielleicht wäre das ja was für ihren Film. Die Störche schützen nebenbei die Spatzennester vor Raubvögeln. So können ein paar mehr Spatzen überleben. Schön, nicht? Aber da können Sie mit Ihrer Kamera nicht ran. Und außerdem sind die Sperlinge während der Brut sehr empfindlich. Wenn die Alten sich gestört fühlen, dann lassen sie die Eier im Stich und brüten woanders weiter. Oje, und ich habe den Filmfritzen Oskar als Familienvater versprochen. Das kann ja heiter werden. Oskar? Ja, so heißt der Bärstädter Spatz im Film. Ganz großartig hier, Oskar. Ja, ja, aber heute sah er irgendwie ein bisschen anders aus. Och, nicht, dass ich wüsste. Nein, das war doch unverwechselbar Oskar, oder? Ja, natürlich. Ja, dann schönen Dank, Frau Borstel, für Ihr Verständnis. Tschüss. Alles klar, Herr Lustig, und viel Erfolg mit Oskar. Danke. Wann drehen wir denn das Nest?
Das Nest. In ein paar Tagen. Ich rufe Sie wieder an, meine Herren. Puh, das war knapp. Bin mal gespannt, wann die Sache auffliegt mit dem gezähmten Oskar. Nichts los an meinen Nestkästen. Ich glaube, meine Spatzen sind zu faul zum Brüten. Obwohl, man weiß es nicht. Man kann ja nicht reingucken in die Kästen. Ah, Moment. Da ist was. Ja. Ja, ein Spatzennest. Na, endlich. Oben am Haus des Nachbarn. Aber immerhin. Ja. Wie kommt man da jetzt ran mit der Kamera, ohne die Spatzen zu stören? So, ja, sehr hübsch. Wie soll ich denn mit dem Ding auf dem Kopf die Kamera bedienen? Muss das wirklich sein? Unbedingt. Also ich verstehe das auch nicht. Ich denke, dieses Spatzenvieh ist dressiert. Wozu dann die Maskerade? Das ist doch Pipifax. Ja, das bei dieser Entfernung. Ja, es muss sein, bitte, meine Herren. Ja, wissen Sie, Ottilie, das ist das Weibchen von Oskar, ist noch etwas scheu. Am besten ist, sie benehmen sich ganz ruhig, so wie junge Bäumchen. Bäumchen, ich krieg eine Krise. Das ist Ihre Entscheidung. Sie wollten professionelle Arbeitsbedingungen und die haben Sie. Ich glaube, ich stehe im Wald. Unter professionellen Arbeitsbedingungen stelle ich mir aber was anderes vor. Sie schalten jetzt besser Ihre Kamera ein. Oskar wartet schon. Naja, der wartet eher auf seine Frau. Die war noch schnell mal Nistmaterial holen gegangen. Mobiliar fürs Nest sozusagen. Naja, da haben wir doch schon was Schönes. Ja? Ist weich und wärmt, wird sich gut machen. Da oben im Nest. Nee, Moment, das ist ja ein anderes Nest. Das auch hier. Wo ist denn Oskar? Der hatte doch was neben einer Dachrinne. Mit Blümchen und so. Muss aber ganz in der Nähe sein. Ja, da. Ja, er holt noch etwas Gras zum Auspolstern. Aber natürlich geht nichts über eine geklaute Gänsefeder. Die ist kuschelig und macht was her. Und die Kleinen werden dann nicht so frieren, denn die sind ja am Anfang noch ganz nackt, wenn sie aus den Eiern kommen. Hey, da sind sie ja schon. Habe ich gar nicht so schnell mitgekriegt. Ja, wie ich schon sagte, nackt sind sie und blind. Und bestehen eigentlich nur aus Schnabel. Ja, da muss man was reintun in die Schnäbel. Käfer, Blattläuse, Mücken. Oskar und seine Frau haben jetzt gut zu tun. Zwischendurch gönnt man sich mal eine Kirsche, aber dann ist wieder Füttern angesagt. Fast jede Minute muss ein Schnabel voll Futter angeschleppt werden. Das schlaucht. Aber dann, nach 2 Wochen, ist es soweit. Die Kleinen haben die Augen geöffnet, haben Federn und können auch schon fliegen. Das müssen sie nicht erst lernen. Na, nun guck mal raus. Die Luft ist rein. Na gut, noch was auf den Weg. Ja. Aber jetzt raus mit euch. Selber was fangen. Na bitte. Klein Oskar mit der ersten selbstgefangenen Fliege. Oder war das seine Schwester? Ich komme da durcheinander. Die Kleinen sehen sich auch so ähnlich. Warum ist denn der hier so nervös? Was hat er denn? Ah, die Katze. Ah, Spatzen haben auch Feinde. Besonders die Jungen. Also bleib schön da oben. Na, du auch. Denn die Katze ist immer noch da. Ja, manchmal hilft nur eine schnelle Flucht. Ja. Der hat junge Spatzen zum Fressen gern.
Aber er hat nichts gesehen. Gerettet. Ja, noch eine kleine Stärkung. Diesmal füttern auch Onkel und Tanten. Wozu hat man Familie? Und dann das erste Bad. Wer hat da was von Dreckspatz gesagt? Oskar aber denkt schon wieder ans Heiraten. Ah, Drehschluss. Alles im Kasten. Gott sei Dank, das war der krasseste Job meines Lebens. Mach's gut, Oskar. Und schönen Dank auch. Zur Erinnerung hätte ich Sie gern noch mal vor der Linse, Herr Lustig. Und zwar mit Oskar auf der Schulter. Ja, tut mir leid, aber Oskar hat sich schon verabschiedet. Nein, irgendwann treibt sie auch den zahmsten Spatzen zurück zu seinen Freunden. Ja, ja. Haussperling zu Haussperling und Feldspatz zu Feldspatz. Aber manchmal, da picken sie auch ein bisschen zusammen. Hm? Ja, das soll vorkommen. Die Ergebnisse unseres Drehs sind übrigens fantastisch. Das freut mich. Wir sollten das feiern mit einem Abschlussfrühstück. Abschiedsgeschenk von Oskar. Na, das war noch eine fabelhafte Zusammenarbeit, ja, ne? Wir haben ganz tolles Material. Freut mich. Die allerbesten Empfehlungen an Oskar. Ja. Mach ich gerne. Obwohl, ehrlich gesagt, von Spatzen habe ich jetzt erstmal genug. Naja, zumal ja auch Oskar nicht mehr anwesend ist. Apropos Oskar, wir haben da was für Sie. Danke. Danke. Och, bist du süß. Und? Aha, eine Urkunde. Spatzen Oskar. Schön, hänge ich mir an die Wand. Aber jetzt muss ich euch ein kleines Geständnis machen. Dieser zahme Oskar hat nie existiert, wissen wir.